Servus, Mädels. Wir haben eine coole Überraschung für alle Jungs vorbereitet. Ja, Diana, ich hasse diesen Bros bereits. Leute, wollen wir abhängen? Wir bei mir zu Hause abhängen. Layla, weißt du, was mir aufgefallen ist? Manchmal siehst du mich so seltsam an, als würdest du mich im Stillen hassen. Ist das wahr? Natürlich, Diana, ist es das. Mädels, vielleicht hört ihr dann auf zu schreien. Sag mir lieber, was ich als nächstes tun soll. Das Tierzeichen Herzen. Layla, der Klebstoff. Hier, bitte sehr. Mädels, meint ihr, wir sollten Greenie mit verdrehten Augen kleben sollen? Layla, es reicht jetzt mit dem grünen Schopf. Es gibt zwei Fotos von ihr. Mädels, wer hat Greenie mit Pompons geklebt? Diana, ich war das. Sie ist schließlich keine Cheerleaderin. Mädels, wisst ihr was? Ihr mögt Greenie nicht so sehr. Das ist keine große Sache. Sie ist nur eine Kröte. Wisst ihr, was mit Kröten passiert? Sie enden schlecht. Man sollte nicht mit ihnen streiten, sondern eher Mitleid mit ihnen haben, oder? Versteht doch. Komm schon, Nastia. Wir werden kein Mitleid mit ihr haben. Weißt du was? Solche Menschen können wirklich gefährlich sein. Ja, Greenie versucht mir, alle meine Freunde wegzunehmen. Warum? Weil sie einfach eine Kröte ist? Mädels, wenn ich an eurer Stelle wäre, würde ich dieses hässliche Foto von Greenie einkleben. Alle werden über sie lachen. Glaubt mir. Layla, wir werden das nicht einkleben. Greenie, du hast so ein Glück. Niemand wird dich so hässlich sehen. Dima, wenn ich du wäre, dann würde ich nicht so viel Geld ausgeben. Wir brauchen neue Turnschuhe. Kostja, ich bin wirklich froh, dass du dir Sorgen um mein Geld machst, aber ich habe eine Menge davon. Wirklich sehr viel? Aber woher nimmst du es? Mach dir keine Sorgen, ich erzähl's dir später. Ich verdiene gut, okay? Gehen wir. Du verdienst gut? Dima, wie verdienst du dein Geld? Das hast du mir nicht gesagt. Mensch, Max, ich beneide dich so sehr. Ich habe noch nicht gelernt, wie man den Ball dreht. Braus, komm schon, du willst es auch nicht lernen. Smile, was willst du damit sagen? Du hast dich mit Diana versöhnt und jetzt willst du angeben, oder was? Braus, ich will nicht angeben. Man braucht nur Talent im Basketball, wie überall, und harte Arbeit. Okay, Smile, lass uns nicht darüber reden. Wie läuft's mit Diana? Habt ihr euch schon wieder versöhnt oder werdet ihr euch in der Woche wieder trennen oder irgendwie sowas? Nein, Leute, ich werde Diana nicht verlassen. Ich sage euch eins, es hält ein Leben lang. Smile, weiß Diana von deinen großen Plänen? Ach komm schon, Smile, hör auf. Es kann doch nicht für immer sein, ihr oder? Ihr werdet sehen. Heute wird Diana davon erfahren und sie wird sich sehr freuen. Vielleicht wird Diana glücklich sein, aber Dianas Eltern auf jeden Fall nicht, oder? Ich stimme dir zu, wenn Dianas Eltern von deinen Plänen erfahren, dann werden sie nicht sehr glücklich sein. Komm schon, Leute, habt ihr wirklich beschlossen, mir die Laune zu verderben? Was haben die Eltern von Diana damit zu tun? Sie hat ihren eigenen Kopf, okay? Lass uns einfach trainieren. Ich stimme dir zu, das Training ist auf jeden Fall jetzt wichtiger. Sieh dir das hier mal an, Bros. Furchtbar. Es ist so schade. Hör auf zu flüstern. Ich höre wirklich alles und ich kann mich im Spiegel sehen. Dein schrecklicher Geschmack kann nicht mit meinem Stil verglichen werden. Eine Schande ist das. Ja, Greenie, dein Geschmack ist perfekt. Für wen stylst du dich eigentlich? Ich verstehe das nicht. Das ist doch kein Strand, das ist ein Camp. Ja, Greenie, in so einem durchsichtigen Kleid durch das Lager zu gehen, ist echt seltsam. Du bist seltsam. Du läufst immer in schwarzen Jeans herum, Tag und Nacht. Und ich bin sehr schön. Aber du stehst immer hinter mir, weil du Angst hast, mir die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Mädels, ich kann mir vorstellen, wie das ganze Lager über sie lachen wird. Ja, vor allem die Jungs. Glaubst du, dass die Jungs das mögen werden? Sie werden sie doch nur auslachen. Mädels, worauf warten wir also noch? Schauen wir nach. Los geht's. Das war's, Mädels. Ich habe eure Herzen fertig gemalt. Ich werde das nicht mehr machen. Meine Hand tut schon weh. Oh, was macht ihr hier? Natürlich nichts, wie immer. Was können die Cheerleader sonst noch tun? Wie? Greenie, was hast du denn da angezogen? Mädchen, ich schlage vor, ein Foto von Greenie in diesem Kleid zu machen und es auf unser Poster zu setzen. Cheerleader, wisst ihr überhaupt, wie viel diese Tunika kostet? Nein, das wisst ihr nicht. Das könnt ihr nicht wissen. Cheerleader, wart ihr auch schockiert, als ihr Greenie gesehen habt? Ja, eine Sauerei. Layla, wir hätten ein Foto von ihr machen sollen. Du hattest recht. Nein, Diana, das können wir nicht auf unser Plakat setzen. Das ist so schade. Ich frage mich, für wen hat sie sich so gestylt? Nastia, verstehst du denn nicht? Kennst du Greenie nicht? Sie zieht sich absichtlich so an, um einen der Jungs abzuschleppen. Sie will nur, dass jeder sie ansieht. Ja, wir sind auch schockiert. Für wen hat sie sich gestylt? Ich denke, für die Basketballspieler. Wirklich? Für die Basketballspieler? Seht sie euch an, was für Hexen. Die Basketballspieler sind nicht frei. Mädchen, was wäre, wenn sie sich mit einem der Verlierer einlassen würde? Patrick!
Spooky. Martin. Nun, Mädels, ich bin nicht mehr in der richtigen Stimmung, um dieses Poster zu bekleben. Lass uns morgen weitermachen. Diana, wirklich? Bist du genervt von Greeny in einem durchsichtigen Kleid? Warte, Layla, hat dich das etwa nicht verärgert? Natürlich, denn mein Max sieht nur dich an und nicht die anderen. Ja, na, so ist es. Beruhige dich. Mädchen, ich glaube, dass Greeny in diesem Camp nichts zu tun hat. Es sind nur noch ein paar Tage bis zur Schule. Ich weiß nicht, was sie überhaupt hier macht. Okay, Mädels, hört auf, über Grünschopf zu reden. Gehen wir nach draußen und atmen frische Luft. Ja, Diana, du hast recht. Hey, Mädels, darf ich auch mit euch gehen? Nastia, du kannst gehen. Lass uns gehen. Artem, gibst du ihr gerade etwa an? Ja, mit seinen neuen Schuhen. Nein, ich will nicht angeben, aber die Schuhe sind cool. Ich kann mir vorstellen, dass ihr sie anschaut. Ihr könnt sie bewundern, kommt schon. Hey, wir haben auch coole Schuhe, aber wir geben nicht damit an. Wir haben sie gekauft, angezogen und blieben ruhig. Oh, Leute, hallo. Ich bin so gelangweilt. Lass uns reden. Hi, Molly, okay, lass uns reden. Schau dir meine Schuhe an, die sind cool, oder? Wow, die sind wirklich toll. Schau dir mein Kleid an. Ist das cool, Leute? Das ist echt cool. Mögt ihr es wirklich? Ihr seid die einzigen netten Leute in diesem Camp. Jungs. Okay, wir haben schon drüber gesprochen. Tschüss, Leute. Leute, habt ihr Kleid gesehen? Igitt. Ich wusste, dass es euch nicht gefallen würde. Kein Geschmack. Dima, komm schon, entscheid dich. Es hat angefangen zu regnen. Wie soll ich mich entscheiden? Schick ihr eine SMS. Warum denn ich? Wenn du ihr eine SMS schreibst, schreibe ich ihr keine mehr. Sie ist mit Smile zusammen. Sie trifft sich mit Smile und du willst sie treffen und ihr irgendwas sagen, oder? Okay, ich schreibe ihr eine SMS. Schreib, Diana, komm dringend auf den Balkon. Aha. Diana, komm dringend auf den Balkon. Dima will dir was sagen. Warte, Kostja, erzähle nichts von mir. Schreib einfach, Diana, komm auf den Balkon. Wir müssen ein paar Worte wechseln. Diana, ich bin mir nicht sicher, ob sie nach dieser Nachricht kommen wird, aber okay, versuchen wir es. Warum regnet es? Es regnet wieder. Jungs, hallo. Ich habe euch schon gesucht. Warum hast du nach uns gesucht? Mist, ich habe dieses durchsichtige Kleid angezogen, aber es wird nass. Es ist nichts passiert. Mir ist nur langweilig. Die Loser-Mädchen reden nicht mit mir. Ich spreche überhaupt nicht mit den Cheerleadern. Nun, ich bleibe hier bei euch stehen. Eigentlich warten wir hier auf jemanden. Dima hat jemanden eingeladen. Nun, Dima, ich bin hier. Bist du verrückt? Wir haben hier nicht auf dich gewartet. Und was trägst du da überhaupt? Ist das ein Vorhang oder was? Nun, das ist ein transparentes Kleid. Das stimmt, es ist nicht für dieses Wetter geeignet, aber schaut, es hat Sterne. Schön, nicht wahr? Hör zu, es war hier viel besser, als du noch nicht im Camp warst. Verstehst du, was ich meine? Mist, Mädels, habt ihr Mollys Outfit gesehen? Eine schreckliche Sache. Habt ihr dieses Netz gesehen? Geht sie angeln? Ich nehme an, ja. Mädchen, wisst ihr, wer mir geschrieben hat? Wer? Kostja. Kostja? Diana, du hast dich gerade mit Smile versöhnt und schon geht es wieder los. Antworte ihm nicht, Diana. Mädels, ich gehe und sage ihm, Kostja, das ist zu viel. Wozu schreibst du mir eine SMS? Ich bin wieder mit Smile zusammen. Kostja ist dort drüben. Mädels, lasst uns gehen. Ich werde ihm alles erzählen. Diana, komm schon. Wir werden ihm auch ein paar nette Worte sagen. Oh Mann, sie kommen. Du musst schnell verschwinde. Oh, Cheerleader. Werft ihr mich raus? Ich bleibe hier bei euch. Kostja, warum schreibst du mir ein SMS? Kostja, komm schon. Wir haben dich gefragt. Sieh mal, da ist auch Dima. Diana, so funktioniert das nicht. Sie wollen deine Beziehung zu Smile wirklich ruinieren. Nein, Mädchen, so etwas wollen sie nicht. Sie stehen nur hier und reden mit mir. Oh Mann, ich hab die Schnauze voll von dir. Du musst jetzt gehen, okay? Geh. Verdammt, warum bist du so gemein? Ist dieses Kleid nicht ein Glücksfall? Nun, Jungs, wirklich, ich hab euch gefragt. Ihr wisst, dass ich seit kurzem mit Smile zusammen bin. Ihr braucht mich nicht zu fragen, ob ich mit euch ausgehe. Ihr braucht mir nicht zu schreiben. Ihr braucht mich nicht zu berühren. Versteht ihr? Kostja, dir scheint es aber gut zu gehen. Nicht so ein Navi Dima? Ja, Dima ist ständig auf der Flucht und hackt etwas aus. Kostja, bist du bei ihm? Diana, ich werde dir nicht mehr über den Weg laufen. Hier ist der Kerl, der mich gebeten hat, dir zu schreiben. Ja, Diana, das war nämlich ich. Dima, das überrascht mich nicht. Was ist mit euch, Mädels? Ganz und gar nicht. Dima, du musst das verstehen. Du und ich werden nie zusammen sein. Ich habe mich mit Smile versöhnt. Es geht mir jetzt gut mit ihm. Bitte verstehe, dass du auch ohne mich zurechtkommen wirst. Du wirst sogar eine Freundin finden, da bin ich mir ganz sicher. Und die wird besser sein als... Diana, hör auf, mich zu belehren. Ich mache, was ich will, okay? Und das ist übrigens für dich hier. Oh. Mädchen, ihr solltet nicht schreien, als hättet ihr noch nie eine rosa Schachtel gesehen. Dima, es tut mir leid. Das kann ich dir nicht abnehmen. Rouse, ist dir nicht kalt? Nein, ich bin aufgewärmt. Habt ihr schon alles für die Schule gekauft? Ich habe so viele coole Klamotten gekauft. Ach komm schon, ich habe deine Klamotten gesehen. Rouse, hör auf, deine Outfits sind cool. Ich möchte auch wie Smile sein, okay? Probiert's nur aus. Nur ich kann so besonders sein. Mir ist das egal, ich werde das Basketball-Trikot tragen. Diana, öffne es und zieh's dir an, okay? Ich bitte dich nicht um ein Date mit mir. Dima, es tut mir leid. Das kann ich dir nicht abnehmen. Diana, was ist los mit dir? Diana, er ist ein Fan von dir. Nimm das Geschenk an, das war's. Mädchen, nein. Dima, kann ich sehen, was du in der Kiste hast? Ich bin neugierig. Nastja, nein. Diana,
Die Footballer sind da oben? Ich verstehe das nicht. Diana, ich verstehe das nicht. Fängt jetzt alles wieder von vorne an oder was? Du hast mich gewählt. Warum stehst du da neben Dima? Nein, nein, Smile. Es ist okay. Dima hat mich gerade hierher gerufen, um mir ein Geschenk zu machen. Aber ich habe mich geweigert. Smile, sag ihr, sie soll es annehmen. Nastia, bist du ja wirklich verrückt? Dima, was ist hier los? Komm her, verstehst du gar nichts mehr oder was? Diana ist meine Freundin. Halt dich von ihr fern, okay? Layla, komm zu mir. Und Jana, was machst du da? Leute, wartet. Smile, warte. Ich bitte Diana nicht um ein Date mit mir. Ich möchte ihr einfach dieses Geschenk zu Ehren unserer Freundschaft machen, okay? Diana, nimm es an. So süße Teddys. So süße Teddys. Das ist wirklich süß. Wir haben sie 8 Stunden lang ausgesucht. Smile, ist der verrückt oder was? Wartet. Gib mal her. Nimm das wieder zurück, okay? Diana, ich habe hier ein Geschenk für dich. Auch ein Geschenk? Donnerwetter, Diana, du hast Glück mit den Geschenken heute. Ich wünschte, ich hätte auch so viele Geschenke bekommen. Nastia, sei still. Diana, nimm dieses Geschenk von mir an. Meine Absichten sind sehr ernst. Sehen, Diana, er hat nicht gelogen. Er hat wirklich ernste Absichten. Aha. Smile, ich hoffe, das ist kein Heiratsantrag. Du weißt, es ist zu früh für mich zu heiraten, ne? Es ist wunderschön. Wow. Ja, Diana, ich weiß, es ist noch zu früh, um zu heiraten, aber ich schlage vor, dass wir zusammenleben, wenn die Schule beginnt. Wow, er will einfach bei Diana wohnen. Smile, schlägst du vor, dass wir zusammenleben? Hör zu, Smile, ich muss darüber nachdenken. Und komm schon, lass die Schule beginnen und dann werden wir es schon herausfinden, oder? Diana, was bedeutet das? Verlieren wir dich? Mädels, kommt schon. Natürlich nicht. Diana, überleg's dir. Wir gehen zusammen zur Schule und kommen nachmittags zurück. Stell dir das vor, das wird so cool. Und übrigens, der Ring kostet $5,000. War es notwendig, deswegen zu schreien, damit es alle hören, oder was? Mädchen, $5,000? Verdammt, Browse. Ich hab bald Geburtstag. Max, wir haben bald den 3. Monat unserer Beziehung. Und wie immer bin ich nicht dabei. Toll. Smile, ein Ring für $5,000? Bist du verrückt? Du kannst doch nicht so viel Geld ausgeben. Ich habe euch doch gesagt, dass ich ernste Absichten mit Diana habe. Ich will mit ihr mein ganzes Leben lang zusammen sein. Mädels, was für ein toller Ring. Ich bin schockiert. Ich bin schockiert, dass Smile mir angeboten hat, bei ihm zu wohnen. Diana, bist du einverstanden? Natürlich werde ich das nicht, Mädels. Ich bin ja 16 Jahre alt. Wir können nicht zusammenleben. Das ist richtig, Diana. Kostja, was soll denn das gerade von Smile? Was hast du da gerade gesagt? Freundschaft? Willst du wirklich mit Diana befreundet sein? Ich weiß es nicht. Mein nächster Versuch wird auf jeden Fall besser sein. Mädels, Smile überrascht mich mehr und mehr. Und was ist mit Dima? Er wollte mir auch ein Geschenk machen, als Zeichen der Freundschaft. Seltsam, oder? Leute, seht euch den Ring an, den Smile mir geschenkt hat. Das ist so niedlich. Okay, Leute. Also, like das Video, abonniert den Kanal und drückt die Glocke. Wartet auf neue, coole Episoden. Wir gehen mit dem Mädchen nach Hause. Auf Wiedersehen. Ciao. Auf Wiedersehen. Saying what's ain't easy. I know you can't talk to me.